die Tasche, du räumst es gerade in die Mitte, damit es mit mehr runter aussieht, ja. Genau. Du passt es ja nicht. Wait for the mice call. Deine Geschenke und kein Scheiß raus. Ja, das würde ich kaufen bei meinem Geschenkeshop, ey. Die wollen Geschenke machen. Die wollen nur noch ein bisschen gut. Ich hoffe, dass die das mal alternativ machen. Hasi-Alarm! Pipf, 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 pipf. Hallo! Viertel im Mund. Ich dachte, ich melde mich mal so um 2:30 am Sonntag. Und gestern war ja nicht viel, was ich gefilmt habe. Aber wir hatten einen ganz tollen Grill-Nachmittag mit Spieleabend. Und ja. Übrigens, das Meepleland ist der Knaller. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war richtig... Richtig toll, ich habe heute die ganze Zeit einen Hicks auf, schon das zweite Mal diesmal. Ja, das habe ich mir in meinem Nachmittagskaffee gemacht. Ein ganz kleines Tässchen halt nur, ne? Und mir dazu einen Snackteller gemacht. Wo ist der? Ach Gott, Hicks. Ja, mit ein paar neuen Sachen, die ich noch nicht kenne, ein paar alte Sachen, die ich eh kenne. Und ja, gucken wir mal. Und diese Augen hier, das ist übrigens Toffifee Kokos. Hat Daniel sich gekauft, 2 Packungen. Wollte unbedingt haben. Hat auf Arbeit probiert mit seiner neuen Kollegin. Beide so, oh, Kokos, toll, prima. Und beide so, und ich denke mir so, ja, lecker. Ja, also esse ich die jetzt. Das ist jetzt der Anfang der 2. Packung. Die andere Packung ist schon leer. Nee, 3 Packungen, glaube ich, gekauft, oder? Was für 3 Packungen? 2 Packungen? Ich weiß es gar nicht. Kann ich halt echt nicht mehr sagen. Egal. Jedenfalls habe ich jetzt hier, und dann lese ich gleich mal mein. Kindelchen weiter, musste synchronisieren, weil ich ihn gestern vergessen habe mitzunehmen. Also habe ich ihn auf dem Weg dahin und zurück in meinem Handy. Habe ich zurückgelesen? Nee, zurück konnte ich nicht lesen. Doch, ich habe auch gelesen, natürlich. Zurück, aber nur in der U-Bahn. Genau. Das heißt, ich muss synchronisieren. So, erledigt. Das ist so praktisch. Genau. Und ich habe voll auch schon ein Buch beendet. Das zeige ich nachher. Genau. Ich werde wahrscheinlich heute auch keinen Wochenabschluss drehen. Ich habe irgendwie keine Lust. Das werde ich ja morgen wahrscheinlich machen. Außerdem, ich mache das hier nochmal aus, habe ich mir schon letzten Tag was überlegt. Ich habe es noch nicht angesprochen, weil die Vlogs eh schon so lang waren, also gefühlt zu lang waren und so viel Input drin war, was ich überlegt habe, an einem Tag zu machen, wo eben nicht so vieles los ist wie heute. Dass ich meine Arbeitszeit etwas ändere. Weil ich habe irgendwie gemerkt, ein bisschen stresst mich das jetzt langsam schon, dass ich zu früh aufstehe und zu früh anfange zu arbeiten, vor allem im Homeoffice. Dass ich dann eben meine Arbeitszeiten etwas anpasse. Und ich liebe ja, wie ihr wisst, wenn ich frei habe, liebe ich es ja morgens meine Runde zu machen. Und da genau das werde ich auch diesmal machen. Ich werde halt 2-mal meine Runde machen, täglich. Also so ist der Plan. Wir wollen mal nicht sagen, es ist halt so, aber ich werde es mehr vormerken, dass ich meine Runde 2-mal mache. Morgens und nachmittags. Im Winter weiß ich nicht, ob ich es morgens mache, weil es einfach stockfinster ist. Vor allem in den Wegen, wo ich meistens lang gehe, ist halt kein Licht. Meistens ist es ja so parkähnlich oder so. Ich meine, hier in der Einfamilienhaus geht es noch, aber in den Parks geht es halt nicht. Oder sonst wie. Deswegen werde ich es wahrscheinlich dann nicht morgens machen. Aber jetzt so im Sommer, wo es schön hell ist morgens, werde ich es wahrscheinlich machen. Also nicht wahrscheinlich, werde ich es auf jeden Fall machen. Dass ich wieder meinen Arbeitsweg hin, meinen Arbeitsweg zurück mache, außer donnerstags, da werde ich trotzdem noch ganz normal, also früh möglich um 6 Uhr Arbeit sein. Aber wenn ich Homeoffice habe, also die anderen 4 Tage, werde ich es so machen und meine Arbeitszeiten auch an Daniels Aufstehzeiten anpassen. Dass ich halt genauso mit ihm aufstehe, das späteste ist 7:30. Dass ich dann spätestens, also wahrscheinlich um 7:30, kurz um 7:30 anfange zu arbeiten. Ich weiß, da muss ich auch ein bisschen länger machen, was ich eigentlich ja nicht mehr wollte. Aber es ist Homeoffice, ne? Es ist halt immer noch entspannter, als wenn ich jetzt so lange im Büro sitzen würde oder sowas. Es ist ein Experiment, es ist ein Versuch. Ich werde es jetzt erstmal die nächsten Wochen ausprobieren und gucken, wie es mir damit geht. Die nächste Woche ändert sich nicht allzu viel, außer dass ich morgens eine Runde mache, weil dann hat Frühdienst, also so richtig früh. Das heißt, wir stehen trotzdem um 6:30 auf und da ändert sich nichts.
Außer, dass ich trotzdem später anfangen werde, weil ich vorher noch mal eine Runde mache. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich lege auf den Laufenden. Und ja, dann ist es wieder im Lager. Der kriegt ein Kostüm zurück. Er hat vorher noch Ark gespielt und ich habe, wie gesagt, gelesen. Und ja, werde ich jetzt Kaffee schlürfen, Snackteller futtern und dabei Little Falls lesen. Ich muss auch schon sagen, dass mir Little Falls 3 nicht so gut gefällt. Also es ist trotzdem noch super, aber es sind ein paar Sachen, die werde ich auf dem Lesung mal ansprechen und auch noch meine Rezension, die ich auf Instagram dann, schreiben werde, die mir nicht so gut gefallen haben wie in den letzten beiden Bänden. Ein bisschen schade, aber ist halt so. Von daher, ich bin, wie gewiss, bin ich immer ehrlich mit meinen Meinungen. Und ja, genau, dann, ich freue mich auf meinen Snackteller. Vor allem, weil, wie gesagt, zwei Sachen drauf sind, die ich noch nicht kenne. Das sind diese Dreiecke da oben, sieht man das als Dreiecke? Dreiecke. Und die Kugeln dahinter. Die kenne ich noch nicht. Die habe ich gestern neu gekauft bei Rossmann. Und ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Gut, jetzt aber, let's go. Ich habe ja gesagt, ich habe ein Buch ausgelesen. Und zwar, wie erwartet, die Schule der magischen Tiere waren 3 Licht aus. Ja, war sogar ein bisschen dicker als die anderen, glaube ich. Aber wieder toll. Einfach nur schön. Ja, mal gucken, wann ich denn Band 4 zu mir hole. Aber das wird dann doch mal ein bisschen länger dauern, glaube ich. Also jeden Monat ein Buch, wäre schon schön, ja. Aber ich will mir auch andere Bücher kaufen, ne? Wobei das Buch, was nächste Monat rauskommt, also Flüsterwald Band 6, 5, oh Gott, 5, ne? 5. Staffel 2, Band 1. Habe ich ja quasi schon bezahlt. Aber ich will ja noch diesen Monat noch was kaufen. Gucken wir mal. Ja, jedenfalls habe ich das Buch auch ausgelesen. Kommt es auch mit ins Regal erstmal. Ist noch nicht mal einsortiert. Dann müsst ihr irgendwie da rumsortieren. Die Bücherregale und so. Es steht schon wieder viel zu viel davor. Ist halt immer ein bisschen aufwendiger, die ganzen Bücher reinzusortieren. Na gut, muss ich mich trotzdem wieder dran kümmern, ne, ihr wisst. Dran kümmern. genau. Ja. Ich würde mir gleich mit Bücherflüster gleich mitnehmen können. Hätte ich nicht, weil ich hätte die Hände voll. Und werde das heute weiterlesen. Ich muss noch einen Bullet Journal vorbereiten für nächste Woche. Und ansonsten steht eigentlich nicht wirklich was an. Mal gucken, was ich noch so mache. Weiß ich nicht. Entspannen halt. Es ist so kalt heute. Es ist nicht so schön. Nächste Woche soll es wieder warm werden. Ah, kann ich das zeigen. Wenn Mia mich durchlässt, die liegt nämlich hier mitten im Weg. Achtung, Mia, schon. Ich muss mal hier raus. Verzeihung. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ja, da oben sitzt auch wieder jemand. Aber meine Mutter hat mir das hier gekauft. Gab es bei Aldi, also Aldi Nord logischerweise. Und mal gucken, wie es heute Nacht aussieht oder heute Abend. Im Dunkeln. Also weil es etwas dunkler wird. Das leuchtet dann nämlich, aber nicht einfach nur leuchten. Das sieht dann aus wie, wenn da wirklich Feuer drunter wäre und das dann wirklich dann so wie ein Heißluftballon ist. Ja. Bin ich gespannt. Also da ist vorhin mal kurz zugehalten und es sah schon toll aus. Er war natürlich hell. Und da sind wir beide sehr gespannt, wie es im Dunkeln aussieht. Gut. Ja. Ansonsten gammel ich jetzt hier vor mich hin. Nicht sehr spektakulärer Vlog, ich weiß. Aber ist mir egal. Ich bin gerade dabei, ich möchte jetzt gerne anfangen, das neue Katzenfutter, das wir gekauft haben, sowohl bei Zooplus als auch bei Fressnapf, in den Schrank zu verfrachten. Entschuldigung. Ja. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich weiß nicht. Aber jetzt muss ich immer diesen Karton hier irgendwie versuchen, über die Spüle zu. So, da ist da Katzenstreu drin. So. Und das typische Zooplus-Band. So. Türchen auf. Das Problem ist, dass diese Tür nicht offen bleibt. Ich würde irgendwie diesen Karton, so riesige Kiste, vor die Tür bringen. Oh Gott! Toll, jetzt seht ihr natürlich das ganze Chaos da unten.
Und das Katzenfutter ist da oben. Puh. Genau. Schauen wir mal, wartet mal. Da liegen hier diese kleinen, ich weiß nicht, wo sie herkommen, Dinger rum. So eine. Ach, was weiß ich. So, was ist hier los? Wollt ihr mir helfen oder was? Hä? Hey, das ist eine Aufregung. Okay, ich glaube, ich stelle euch einfach hier rein. Ich muss doch einfach aufgehen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr was seht, weil wenn ich das irgendwo ranlehne, dann. Hoppala. Ist das Display aus? Was haben wir hier? Katzensuppe. Aber das ist Quatsch, weil ich euch das da hinstelle. Weil, Moment, ich fange hier oben an. Ach Gott, ey. So, haha. Guckt mal, jetzt kann ich mir was sehen. Ich kann euch auch auf den Fokus stellen. So. Tada. Let's go, würde ich sagen. Die Dosen sehen anders aus. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, weil das ist die Ursprungsdose und jetzt sieht es so aus. Okay. So, das andere ist nur noch Katzenstreu. Ich bin gleich wieder zurück. Diablo, geh weg da! Ist Katzenfutter so schwer? Wer hat denn das erfunden? Okay. Die nächste Sorte. Kaninchen. Kaninchen. Kaninchen alt. Kaninchen neu. Ja, auch nass. Aber ist okay. Halt, ich muss hier noch. Wartet mal. Oh Gott, ich komme nicht klar. Und dann stelle ich euch gleich alles voll. Das ist natürlich auch super, ne? Und ich glaube, die beiden obervollesten Sorten zuerst erwischt. Ich glaube, ich mache das auch einfach mal eher im Schnelldurchlauf. Ich glaube, das ist sinnvoller. Die Schraubenkiste. Ich hab die doch erst aufgesammelt. Yes. Und sie ist natürlich komplett leer. Logisch. Selbstverständlich. Wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche. Juhu. Oh Mann, ey. So. So sieht es jetzt aus. Yay. Jetzt geht's jetzt hier unten weiter. Da. Mal gucken. Ich mal eine Schlange? Eine Schlange? Hm. Nein. Gut. Guck mal. So vielleicht. Angriff der Killerkartons. Au, Schraube! Oh, ich bin nach Hause. Fertig. Katzenfutter wieder aufgefüllt. Reicht eine Weile. Tasche leer. Karton leer. Da ist noch Katzenstreu drin.
Das muss ich jetzt trennen, Pappe und Plastik. Hier ist immer Plastikzeugs drin. Ja, also ansonsten. Und ja, natürlich. Die konnte ich vergessen. Ich muss die Schrauben wieder einsammeln. Yay. Guckt mal, so sieht es dann aus. Da oben ist mir. Ist das nicht witzig? Im ganzen Dunkeln wird es wahrscheinlich noch besser aussehen, aber ja.